Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Wir machen weiter mit den neuen Lenovo Moto G4 Smartphones und wir kommen zum Plus. Das habe ich hier noch in der Original-Amazon-Verpackung. Wir erinnern uns, das habe ich in Frankreich, in Paris direkt selber gekauft. Ich habe jetzt das normale G4 durchgetestet und komme jetzt erst zum Plus, denn zwischen dem 4 habe ich noch mal ganz kurz das Google Nexus 5X zwischengeschoben, nur noch mal um da ein paar Tage mit rumzuspielen, denn das Teil ist ja erstaunlich im Preis gesunken. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Da kommt man ja richtig in der um die 250-Euro-Kategorie. Das bedeutet, so dieses 5X Nexus ist ein heißer Mitkonkurrenz bei den Motos. So, und wir öffnen doch jetzt einfach mal und gucken, sieht das Moto G4 Plus in irgendeiner Form anders aus als ein kleinerer Kollege? Ich sag natürlich nein. Und wir säbeln uns einmal auf. Und, na, kommst du wohl her? Und da haben wir die Verpackung schon. So, Moto G4 Plus sieht auf den ersten Eindruck, genau, weil jetzt auch viele immer wieder sagen, du nennst es ja immer noch Motorola. Ja, war es ja aber auch. Aber Lenovo hat es ja gekauft. Und guck mal hier, es steht nichts mehr von Motorola drauf. An der Seite auch der Hinweis Lenovo. Und fragt mich jetzt nicht, wo ich jetzt mal wieder Verpackung hiervon hingetan habe. Aber ich meine, das G4 normal hatte nicht lila als Farbe. Auf der Rückseite, genau das, wisst ihr was, kurzer Stopp. Ich bin ein Chaostier. Nachdem ich jetzt die halbe Faultierhöhle abgesucht habe, 5 Minuten lang, muss ich nur die Hand ausstrecken und habe die Verpackung vom G4 geradeaus platziert gehabt. Denn wir wollen noch ganz kurz vergleichen. Ich meine, wenn man schon beide Geräte hier hat, dann können wir uns auch kurz die Verpackung nehmen. Und es fällt doch schon mal was auf, allein von der von den Dimensionen. Jetzt wissen wir auch, warum das G4 Plus in einer anderen Amazon-Box gekommen ist. Ist ja doch nochmal deutlich größer. Und die Farben, das hat mich nicht getäuscht. Früher war doch alles orange, beziehungsweise beim kleineren ist es orange, beim größeren dann in lila. So, und auf der Rückseite können wir auch mal ganz kurz gucken, denn da seht ihr es, beides sind 5,5 Zoll Geräte, beides Full HD, gleicher Prozessor bei den Kameras. Guckt mal, während die einen mit 16 GB, 2 GB werben, werben die anderen mit Laser-Autofokus. 4G bei beiden wieder und auf der Rückseite sehen wir noch 13 Megapixel, 16 Megapixel und der Fingerabdruckscanner. Da, Fingerprint Sensor, da steht hier nichts, da steht nur hier, die werben dafür denn mit dem 3000 mAh Akku, der hier aber auch verbaut ist. So, dann ratschen wir die Verpackung auf. Rups, so, und jetzt, tada, 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 kommt mir irgendwie bekannt vor. So, und wir legen es mal ganz kurz nebeneinander und man sieht... wobei, ich wollte jetzt gerade sagen, man sieht jetzt keinen Unterschied, aber wir gucken uns ja die Rückseite an. Doch, wir sehen eindeutig, oder ich sehe hier eindeutig einen Unterschied. Die Linse von der Kamera ist A größer, das fällt auf, und B haben wir hier oben noch so zwei Pünktchen. Wahrscheinlich ist da der Laser-Autofokus drin. Aber spätestens, wenn wir es jetzt rumdrehen, naja, okay, da sehe ich dann jetzt hier keinen Unterschied. Wir vorne sehen wir nochmal den Hinweis, Laser-Autofokus, Turbo-Power. Turbo-Power hat der ja auch, das ist ja der zweite Unterschied zwischen den beiden Geräten. Nummer 1, die Kameras, 13 Megapixel ohne Laserautofokus, 16 Megapixel mit Laserautofokus, wo ich sehr gespannt bin, ob das Ding mehr taugt, ob es den Aufpreis wert ist. Und das zweite ist, wo man jetzt denken würde, es ist Turbocharge. Nein, das Ding beherrscht auch Quick Charge. Da liegt aber kein Netzteil dabei, was die höhere Leistung bringt, sondern nur so ein kleines Standardding. Punkt 2 in den Unterschieden ist hier unten die Vorderseite. Wir haben nämlich hier einen Fingerabdrucksensor und hier nicht. So, und jetzt werden sich viele fragen, na, kann man diesen Fingerabdrucksensor denn auch als Home-Button benutzen? Und die traurige Antwort ist, nein, das könnt ihr nicht. So, ziehen wir das einmal ab. Und die Dinger sehen sich ja wirklich zum Verwechseln ähnlich, wenn hier unten dieser Knopf nicht ist. So, und wir haben hier nicht nur, einen kleinen Fingerabdrucksensor, sondern wir haben links und rechts noch nicht mal Sensortasten. Das bedeutet, wir haben wirklich nur einen Fingerabdruckscanner und trotzdem Onscreen-Tasten. Diese Fehlkonstruktion, wer das bei Lenovo zu verantworten hat, ich weiß es nicht. Und ansonsten, ich komme wieder an alle Tasten ran, lauter, leiser, an und aus, ohne umgreifen zu müssen. Auf der linken Seite haben wir nichts und mit links genauso. Also ich komme an und aus, ein bisschen komplizierter, aber an lauter und leise auch ohne umzugreifen, wenn ich es mit links bediene. Und ansonsten gleichen die sich wie ein Ei dem anderen. Bedeutet Kopfhörer oben
und ein Micro-USB, noch nicht mal USB-C und die Öffnung für die Rückseite. An der Seite die Tasten an gleicher Position. Links nichts und auch wieder das Mikrofon hier so bescheuert vorne platziert. Und wer sich jetzt wieder nach dem Lautsprecher fragt, der ist hier oben in den normalen Telefonlautsprecher auch integriert. Ich weiß gar nicht, sind da zwei verschiedene Module verbaut oder einfach nur eins, was da noch richtig laut werden kann. Finde ich auch eine vertane Chance, dafür, ganz ehrlich, dass dies für den Fingerabdruckscanner, vor allem hätten sie sich diesen Fingerabdruckscanner meiner Meinung nach sparen können, denn sie haben im Plus kein NFC verbaut. Das wäre was gewesen, das hätte ich jetzt verstehen können. Hier noch NFC rein, dass man dann zumindest im Ausland Android Pay benutzen könnte. Aber noch nicht mal NFC, finde ich eine vertane Chance. Aber jetzt gucken wir mal weiter in die Box rein, was da noch verbirgt. Wieder die Anleitung zum Öffnen und für Dual SIM, dass da die beiden Adapter drin sind. Und wir haben ja zusätzlich noch den Slot für die MicroSD-Karte. Bedeutet, ihr habt drei Karten können da gleichzeitig rein. Wie beim Honor 5X. Da sind die Honor 5X und G4 eine sehr löbliche Ausnahme. So, in der französischen Emma-Version gibt es wieder das Kopf-Spielzeug-Headset dabei. Naja. Dann ein schwarzes USB auf Micro-USB-Kabel und jetzt den dicken Lade-Oschi mit Moto-Logo und wie viel Output? Steht jetzt nicht dabei, aber uns interessiert natürlich. Das Ding ist die, ja, was soll man sagen, die zweieinhalbte Begründung, warum ihr 50 Euro für das Plus zahlt. Wir erinnern uns, die Kamera mit mehr Megapixel mit Autofokus, Fingerabdrucksensor auf der Vorderseite und das stärkere Netzteil, das über einen Output verfügt. Da steht Turbo Output 9 Volt 1,6 Ampere. Oder Turbo 2, 12 Volt bei 1,2 Ampere. So, kann sich dann jeder selber hochrechnen. Und ansonsten haben wir in der Box noch, Moto Guide. Einmal lesen. Wieder, das gibt wieder einen kleinen Bonuspunkt. Auch hier wieder ein bebilderter Guide in bunt. Wo sind die Knöpfe? Was macht ihr wo? Wie kriege ich eine SIM-Karte und eine SD-Karte rein? Und dann noch ganz kurz Homescreen erklärt, die Kamera erklärt und das war es, um einfach mal loszulegen. Das ist wieder sehr, 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 sehr schön. Und damit ist die Box dann auch leer. Unten dann nur noch so Garantie und keine Aufkleber. Pluspunkt kann man ja aber ganz kurz sagen. Ich bin gerade sehr, guckt mal, ich hüpf vor Freude. Wir haben beim normalen, guckt mal, fällt es euch auf? Na, wer kommt drauf? Genau. G4 in schwarz mit weißen Kabeln. G4 Plus in schwarz mit schwarzen Kabeln. Und da soll mir doch keiner jetzt mal sagen, dass die Hersteller das nicht können, wenn sie nur wollten. Wahrscheinlich, wenn ich hier beim G4 Plus die weiße Version kaufe, kriege ich trotzdem schwarze Kabel. Und wahrscheinlich, wenn ich vielleicht beim G4 normal die weiße Version kaufe, kriege ich nicht weiße Kabel, sondern schwarze. Wahrscheinlich machen sich die Hersteller da wirklich einen Spaß drauf. Auf jeden Fall kleiner Pluspunkt, dass das zumindest in schwarz ist. Kopfhörer haben sie halt bei dem Mickey Mouse Verlag immer nur eine Sorte bestellt. Das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Ich freue mich jetzt aufs Einrichten, aufs Testen und natürlich auch auf einige Vergleiche zum kleineren normalen Vierer ohne Plus-Bruder, ob sich die Updates lohnen, ob die 50 Euro Aufpreis gerechtfertigt sind. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!